Heute machen wir den wohl schnellsten und einfachsten Pizzateig in unter 5 Minuten. Die Zutaten, die wir dafür brauchen, sind Mehl, griechischer Joghurt, etwas Backpulver und Salz. Die genauen Angaben könnt ihr auf unserer Webseite smokey.net natürlich wie immer nachschauen. Fangen wir also an. Wir schmeißen erstmal alle Zutaten gemeinsam in unsere Küchenmaschine und lassen diese für 5 Minuten durchkneten. Das war's auch schon. Der Pizzateig ist so fertig. Der muss nicht an der Seite liegen und ruhen oder aufgehen. Wir können ihn direkt benutzen. Er ist am Anfang noch etwas klebrig. Ich habe ihn dann ein wenig durchgeknetet und in zwei Teile halbiert. Die eine Hälfte haben wir im Kühlschrank gelagert, weil wir daraus später noch eine Pizza gemacht haben. Aber eigentlich kann er jetzt ausgerollt werden und belegt werden. Wer will, kann jetzt noch den Rand etwas hochklappen, so wie wir das im Video gemacht haben. Das sorgt einfach für eine höhere Kruste und dadurch fällt der Belag nicht so einfach von der Pizza. Und jetzt, wo wir die Pizza aus dem Backofen wieder rausgeholt haben, sehen wir, wie gut der Teig wirklich aussieht. Er ist ein bisschen hoch, das liegt daran, dass ich die Pizza nicht ganz weit ausgerollt habe, aber er schmeckt wirklich sehr gut. Also es ist auf jeden Fall die Arbeit wert, es ist ja auch wirklich kaum Arbeit und es schmeckt tausendmal besser als irgendein gekaufter Teig. Also ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen und macht es nach. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Vergesst wie gesagt nicht, auf unserer Webseite vorbeizuschauen, um alle Rezepte zu sehen und unser Equipment und alles, was mit dem Kanal zu tun hat. Und abonniert uns auch auf Instagram, um noch mehr Content von uns zu bekommen.